Bevor ich das Wort an unseren Bundestagspräsidenten übergebe, normalerweise übergibt ja er den Abgeordneten das Wort. Deshalb bin ich selber ein bisschen nervös, aber ich möchte einfach auch, ich freue mich wirklich, dass Wolfgang Schäuble gesagt hat, er unterstützt mich im Wahlkampf, aber dass er heute zu uns an den Hochrhein gekommen ist. Und lieber Herr Dr. Schäuble, Sie kennen den Hochrhein, Sie sind ja, ein paar Jahre schon Mitglied des Deutschen Bundestags und natürlich in Südbaden seit der Jungen Union fest verwurzelt. Aber der Hochrhein ist eine besondere Region. Hier sind erdverwachsene, sturmerprobte Menschen, ehrliche Menschen, aber vor allem haben wir auch immer wieder verschiedene Herausforderungen zu bewältigen, weil, das ist ja auch die Wahrheit, sowohl Stuttgart und Berlin sind eben manchmal etwas weit weg für uns. Und deshalb braucht es in dieser Region Abgeordnete, Politiker, die auch Unterstützung haben. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei Wolfgang Schäuble bedanken. Wir hatten hier eine Situation zu Corona, wo die Grenzen geschlossen waren, wo Stacheldraht aufgebaut wurde, wo Grenzübergänge auch Familien getrennt haben und Pendler am Morgen unter schwierigen Bedingungen nur noch zu ihrem Arbeitsplatz, 60.000 Grenzgänger in die Schweiz kamen, was nicht ganz einfach war. Und da hat uns Wolfgang Schäuble auch als großer Europäer immer wieder unterstützt, hat gesagt, wir brauchen in dieser Corona-Zeit Maßnahmen, das ist richtig, aber wir brauchen auch Maßnahmen, die der Lebenswirklichkeit in einer Grenzregion auch entsprechen. Und dafür bin ich Ihnen auch persönlich sehr, sehr dankbar. Und wenn ich in Bad Säckingen abschließend zu meiner Begrüßung sagen darf, wir brauchen auch immer Unterstützung bei unseren Infrastrukturmaßnahmen. Ich erlebe gerade keine Veranstaltung, wo mir nicht irgendeiner erklärt, warum es es nicht braucht mit der Autobahn, warum das vielleicht mit der Elektrifizierung alles gar nicht so notwendig ist. Und ich sage immer, schauen Sie auch gerade an die Jüngeren heute hier. Wenn wir wollen, dass in unserer Region auch in Zukunft junge Menschen leben, wohnen und arbeiten, dann müssen wir unseren Teil zur Infrastruktur leisten. Aber dann braucht es auch eine positive Stimmung für diese Maßnahmen. Ich stehe für diese Projekte und das möchte ich heute ganz bewusst sagen, weil wir das auch nur schaffen, wenn wir die Unterstützung, wenn wir den Rückenwind aus Berlin haben. Und in diesem Sinne darf ich jetzt sagen, Herr Präsident, Sie